Eine Aufgabe zur klinischen Gastheorie. Die klinische Gastheorie geht davon aus, dass ein Gas aus Teilchen besteht, die sich schnell bewegen, deren Volumen sehr klein ist gegenüber dem Gesamtvolumen, welches das Gas einnimmt, und die nur Wechselwirkungen aufeinander ausüben, wenn sie zusammenstoßen. Eines der wichtigsten Ergebnisse der klinischen Gastheorie ist die Aussage, dass Temperatur nichts anderes ist als ein Maß für die mittlere Translationsenergie. Wir haben 1,5 kT als mittlere Translationsenergie pro Freiheitsgrad. Die Geschwindigkeitsverteilung nach Maxwell-Boltzmann ist unsymmetrisch. Wir haben eine mittlere Geschwindigkeit, die um die 400 Meter pro Sekunde liegt und die von der Temperatur und der Molmasse abhängt. Wir haben eine mittlere freie Weglänge, die von der Sperrigkeit, von dem Stoßquerschnitt Sigma abhängt und von der Teilchendichte. Und wir haben eine Stoßfrequenz auf die Wand, die von der Teilchendichte und von der Geschwindigkeit abhängt. Wir sollen in dieser Aufgabe für Ethylen bei Standardbedingungen Lambda ausrechnen, sowie die Stoßhäufigkeit auf die Wandatome. Wir gehen so vor, dass wir zunächst die mittlere Geschwindigkeit ausrechnen. 8 mal Gaskonstante mal Raumtemperatur durch Pi mal die Molmasse. Die Molmasse von Ethylen ist 28 Gramm pro Mol oder 0,028 Kilogramm pro Mol. Es ist sehr wichtig, dass wir in dieser Formel konsistente Einheiten verwenden. Nur dann bekommen wir für die mittlere Geschwindigkeit den richtigen Wert von etwa 475 Meter pro Sekunde heraus. Wenn wir die Anzahl der Wandstöße berechnen wollen, brauchen wir noch die Teilchenzahldichte. Die Teilchenzahldichte ist sehr einfach auszurechnen. Wir wissen, dass in 25 Litern 1 Mol Teilchen vorhanden sind, also 6 mal 10 hoch 23. Wenn wir 6 mal 10 hoch 23 dividieren durch 25 Liter, haben wir die Teilchenzahldichte von 2,4 mal 10 hoch 25 Teilchen pro Kubikmeter. Damit haben wir eine Stoßfrequenz auf 1 Quadratmeter Wand von 2 mal 10 hoch 27. Eine sehr, sehr große Zahl, die man sich veranschaulichen kann, wenn man sich in ein Wandatom hineinversetzt. Ein Wandatom, welches als Kreisfläche gesehen werden kann, mit einem Querschnitt von etwa 2 mal 10 hoch minus 19 Quadratmeter. So ein Wandatom erfährt pro Sekunde aus dem Gasraum immerhin noch 8 mal 10 hoch 8, also fast 1 Milliarde Stöße pro Sekunde. Wenn wir die mittlere freie Weglänge ausrechnen, dann brauchen wir wiederum die Teilchenzahldichte. Wir haben eine molare Dichte als Kehrwert vom Molvolumen von 40 Mol pro Kubikmeter. Das multiplizieren wir mit der Avogadro-Zahl, haben dann die 2,4 mal 10 hoch 25, wie schon vorhin. Und wenn wir diese Zahl zusammen mit dem Stoßquerschnitt in die Gleichung für Lambda einsetzen, erhalten wir eine mittlere freie Weglänge von etwa 5,8 mal 10 hoch 8 Meter, das sind 0,58 Nanometer. Ein Gasteilchen, was etwa die Größe hat von 0,5 Nanometer, bewegt sich also etwa 58 Nanometer, etwa das Hundertfache seines Durchmessers, bevor es mit einem anderen Gasteilchen zusammenstößt. Bei diesen Zusammenstößen kommt es zum Energieaustausch und diese mittlere freie Weglänge ist wichtig für alle Transporteigenschaften in einem Gas: Wärmeleitfähigkeit, Viskosität und Diffusion.